Hallo und willkommen zurück zu unserer heutigen Folge von Valheim. Erstmal danke fürs viele fleißige Gucken von dem doch jetzt inzwischen ein bisschen betagte Spiel. Sind doch inzwischen haben sich einige Zuschauer zusammengefunden. Finde ich sehr gut. Danke dafür. Und wir haben hier in diesem wunderschönen Raum auf jeden Fall zwei Frischluftlücken. Ja, ja. Das gehört auch so. Das gehört so. Mhm. Also theoretisch, ja, da ging er nicht, weil er ja auch nicht auf dem Boden steht. Hier können wir ja kein Feuer machen, ne? Sonst hätte ich gesagt, lass uns doch einfach unser Schlafraum nach hier oben verlegen. Ja, das habe ich ja gemeint. Ne? Allerdings müsste man schauen, eventuell, ob wir unten einen machen können. Was sei unten ist ja frei, ne? Wenn wir unten einen Raum machen, wo das Feuer am Boden steht, dann müsste es gehen. Mhm. So, also. Es gibt nichts Neues zu kopieren. Das heißt, der Mattes hat sein Wissen noch nicht verewigt. Noch fünf. Info an alle. Noch fünf, bevor wir zu den Dungeons gehen. Welchen gehen wir denn? Eisen holen? Ja, die Mattes entdeckt hat. Wir gehen zu Fuß und Mattes fährt dann schon mal das Schiff rund oder du fährst das Schiff rund und wie. Na, ich und Schiff, ja genau. Da stimmt's mir wieder. Ja, jetzt komme ich zurück. Hast du jetzt deine Dinger gefunden? Ja, na, ich denke, die hatte sie schon vorher. Nein, immer andere Dinger. Nein. Deine dicken Dinger. Was? Meinst du die kleinen Mandarinen, die vorne dranhängen oder was? Manchmal muss ich mir so dermaßen auf die Zunge beißen. Das ist manchmal so schwer. Warum? Ich weiß es nicht. Hat doch nichts gesagt? Nee, hast du auch nicht. Na also, wo wolltest du auf die Zunge beißen? Ach, ich weiß nicht. Ich bin sehr, sehr fantasiereich, was die Sprache angeht. Sprich die aus. Nee, tu ich nicht. Lass uns teilhaben. Nein, ich kann auch mal nichts sagen. Das geht, glaub mir. An deiner Fantasie. Was hat denn das für Teile? Nee, ich sag mal nichts. Schlund gilt. Wieso wolltest du jetzt Melonen sagen, oder was? Nein, ich wollte gar nichts sagen. Ach komm. Ich wollte echt nichts sagen. Nein, ich will nichts sagen. Ich will nichts sagen. Dein Gesichtsausdruck hat es ja vorhin schon verraten. Mein Gesicht kann so viel verraten, wie es will, solange es mein Mund nicht tut. Wer hat eigentlich die Bäume hier so entlang von unserem Weg gepflanzt? Entschuldige, ich? Das wird eine Allee. Sehr schöne Idee, möchte ich an der Stelle mal sagen. Wirklich? Ganz ja, wirklich. Ernst? Ja. Weißt du, okay. Ich bin ein Ästhet. Das wird dann mal schön, wenn es dann schön wird. So, zwei Giftwiderstandsmischungen kann ich jetzt schon machen. Nur zwei. Ja, für den Rest brauche ich noch Kohle. Eisenproduktion ist fertig, das heißt, wir könnten uns jetzt pennen legen und dann am nächsten Tag dann frischen Mutes los. Ganz frischen Mutes. Okay. Genau. Frischen Mutes los. Noch eine Kohle, dann kann ich noch einen machen. Habe ich gerade eine Kohle, habe ich jetzt gerade abgegeben. So. Warte ein bisschen. Ich schlafe. Ich hoffe, es. Kohle kriegst du noch. Ich glaube einfach, der will nicht schlafen. Ich glaube, irgendwas in ihm möchte sich nicht neben Mattes legen. Wo möchtest du denn hier haben, Alea? Kannst du einfach geben. Warte, ein bisschen Elix da her. Ach, das tut gut. Danke. Das war nötig. Das ist das Strecken. Na gut, dann legen wir hier.
Ich habe heute Nacht das erste Mal auf dem Sofa geschlafen. Ich habe es vor lauter Übermüdung nicht bis nach oben geschafft. Gibt es das? Ja, gibt es. Und das war schrecklich. Okay. Oh. Weil? Großer Fehler. Ja, weil das ist ein neues Sofa. So hart? Hart. Ja, hart, aber herzlich. Also, es ist gemütlich, so mal kurz zu liegen, ist das super, super. Aber für jetzt wirklich mal so 6 Stündchen zu schlafen, weißt du, dann spürst du jeden Knochen nach. Da stehst du auf und du merkst richtig, wie jeder Knochen sich wieder an der richtigen Stelle rückt. Und alles knirscht in einen. Alter Schwede. Ja, viel zu hart. Tag 61, dann here we go. Here we go again. Also jetzt könnte ich noch was von den Mischungen machen. Ja, dann mach, ja, es, bevor wir gehen. Ich habe nichts. Ich habe bloß zum Essen, aber ja, aber das ist. Und bringen die aus? Was bringen denn die Mischungen? Was machen die? Giftmischung, also. Giftmischung. Antigift. Also Giftwiderstand hier, das ist ja cool. Antigift, wollte gerade sagen. Ah ja, so. Hergestellt von Malaya, das ist ja. Aha, Copyright Trademark. Ja, das steht da drauf, ne? Ja, deswegen, Copyright Trademark. Ich habe mir jetzt schon eine Giftmischung genommen, gell? Sind die. Na, lass drin, die sind später für den Boss. Also, ich gehe jetzt zum Schiff. Okay. Ja. Ach ja, Karte hast du reingeschrieben. Achso, die dauert aber 2 Tage. Was? Karte hast du reingeschrieben, sonst müssen wir ja nicht wohin wir laufen müssen. Ja, sicher. Ja, du brauchst ja eh nicht laufen, du kannst dich eh teleportieren. Aber das dauert erstmal, bis das Schiff da hinten ist. Deswegen wäre ich ja gelaufen, einfach damit wir in der Zeit noch was Karte aufdecken, damit die Zeit schon mal. Also ich komme mit zum Schiff. Okay. Ich bin jetzt gleich am Schiff. Du kopierst deine Einstellung vom Tisch. Sehr gut. So. Also wir laufen jetzt, oder? Zum Schiff. Ja, wir laufen. Ja, nicht okay, zum Schiff. Über die Karte. Was? Gehen wir jetzt zum Portal oder nicht? Da unten. Ja, wenn du Portal machen willst, kannst du auch Portal machen. Dann musst du halt da warten. Nee, ansonsten, ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich geh zu euch. Ja, dann komm mit. Also besser, ihr teleportiert euch, weil ich weiß jetzt schon, wenn ihr nämlich lauft, dann werdet ihr mehr als einmal wahrscheinlich sterben. Warum? Ja, der vertraut uns überhaupt nicht. Genau, weil ich euch nicht vertraue. Ja. Übrigens, Mattes spielt Valheim, habe ich gerade gesehen. Scheint ein anderer Mattes zu sein, weil der Mattes jetzt erst spielt. Also die Bäume sind nicht schnell gewachsen, ha? Mhm. Wenn wir zu zweit laufen, dann überleben wir das schon. Jetzt kannst du zum Beispiel Eck dir aktivieren, weil dann laufst du nämlich besser. Hoppala. Wolltest du dein Boxen trainieren, oder? Das mache ich immer zwischendurch. Das ist halt bei so einem kleinen Zwerg. Ist das wurscht, weißt du? Ich merke schon, Scum wäre dann das richtige Spiel für dich. Da gibt es sogar MFA-Kampfringe. Okay. Also ich bin auch fast da, Mathis. Ja, aber das Schiff ist weg, alle, ja. Nein. Ich sehe Mathis ja auf der Karte. Der ist gerade jetzt beim Schiff angekommen. Schwieriger Zeit am Schiff. Pilze hast du liegen lassen, nicht liegen lassen. Wir haben doch Pilze genug. Haben wir alles? Nee, haben wir nicht genug. Da brauchen wir noch irgendwas. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ich wüsste nicht, was wir brauchen. Mal aussehen. Vielleicht ein bisschen besseres Gear. Da ist er. Es ist so witzig, wenn du über den Felsen laufst, das kommt nicht richtig. Oh, brauchst du nur Schwänze? Alea? Was? Brauchst du noch Schwänze? Nixen Schwänze? Ja, sammel ruhig. Okay. Das ist so hart. Wenn man verliert. Ja, einfach mal Nixe sagen, wenn man eigentlich was sagen könnte. Ach so. Ich habe jetzt nichts mit Schwänze gemeint, gell? Entschuldige.
Nee, schon klar. Ist alles gut. Alles gut. Ich habe auch nichts anderes gedacht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich. Warum sollte ich auch? Oh, da ist er. Wer? Ja. Hinter dir läuft da nichts hin noch. Ach so. Oh! Wo kommst du denn her? Die läuft denn die ganze Zeit schon noch. Ist mein Haus hier oder was? Ja. Oh, Erdbeeren. Himbeeren. Wo bist du denn schon wieder? Ich bin hier. Bin gerade ein Stück Karte auf Andecken. Mhm. Auf Andecken? Auf Andecken an tun anlassen. Ah. Auflassen, brachen und machen, brechen und machen auf den Weg, oder wie? Genau. Das ist doch sinnig. Dann hat man gleichzeitig ein bisschen Karte aufgedeckt. Ne, Mathis ist ja eh länger mit dem Schiff unterwegs, also. Ja. Und ich glaube, dass er schon schneller ist als wir. Also, mal davon abgesehen. Wenn man gegen Wind fährt, auf jeden Fall. Ja, aber da gibt's aber, was hast du gesagt? Da gibt's irgendwas, was man kaufen kann und dann fährt man immer mit dem Wind, oder wie ist das? Nee, einen Boss musst du dafür töten. Achso, einen Boss muss man töten, okay. Aber das solltest du ja wissen. Nee. Ja, wie? Weil ich tue ja nicht segeln, ich segle nicht. Ja, aber du musst den Boss schon kennen. Ja, kennen wir ja alle. Und glaubst du, merkt man das? Wildschwein. Haben wir das? Klar. Ganz schön raue See heute hier. Ja. Ist schon cool, so ein Eisenschwert. Hab ich nicht. Hab ich keines. Was hast du denn für eins? Ich hab eine Axt. Ich bin ein Axtkämpfer. Ist das Level, ist das Schwert? Also rein nach den Daten her ist die Axt ja gleichwertig, aber ist sie nicht. Naja, aber mit der Axt kann ich Bäume hacken. Da brauche ich nur eine Waffe, weißt du? Naja, bin völlig bei dir. Das habe ich auch anfangs gedacht. Aber wenn du dann gegen die schweren Gegner kämpfst, dann bist du ja ein bisschen gearscht mit der... Oh, Skelette. Ja, dann muss man eher umrüsten. Ein One. Du solltest eigentlich das Skelett treffen und nicht den Baum, oder? Ja, den habe ich mitgenommen. Ja, hast mitgenommen, okay. Ich habe jetzt Blaubeeren. Da bist du flexibel, ne? Oh, das Wetter ist gut zum Segeln, muss ich sagen. Ach, Zink, gell? Das ist ganz schön windig. Bist du denn mit Pfeile auf mich? Ah ja, tatsächlich. Das Boot fliegt. Nee, ich bin mehr unten. Nee, so ein Monster, so ein Monster-Skelett. Hier ist irgendwie eine Wasserbucht. Dann müssen wir erstmal wieder ein Stückchen Richtung Süden laufen, damit wir hier drüber kommen. Aber seid ihr zufällig in der Nähe, dass ihr uns übersetzen könnt? Nee, das sollte ich wüsste, da laufen wir schön drüber. Nee, wir sind auf der anderen Seite. Ah ja, stimmt, ihr seid sicher in südlicher Richtung gefahren, ne? Das heißt, wo müssen wir hin? Wie gesagt, ich muss einmal um die ganze Karte fahren. Südliche Richtung. Oder um die Insel. Ja, wir sind auf der anderen Seite der Insel gerade, genau auf der anderen. Oh, ich hab Zink verstanden. Zink gefunden. Ja, dann. Ja, dann nehmen wir mit. Bau gleich auf. Steine brauchen wir keine. Kein Platz im Inventar? Achso, kann natürlich sein, dass hier. So also links Trisse in dem Bunkerwald vielleicht auch der Händler ist. Wie gesagt, wir müssen da mal viel mehr erkunden. Ja. Kann auch da hinten ja der Händler sein, auf der Insel oder der Insel. Oh. Ja, vielleicht ist er doch auch schon, wo wir sind. Achso, nein, das ist gerade dunkel. Ja. Oh, Möwe. Was? Möwe? Möwe. Möwe ist weg. Keine Möwe. Keine Möwe mehr da. Oh, das Boot hat aber ganz schön gelitten dabei. Da muss ich reparieren. In dem Sturm. No. Na, nicht viel. Du könntest was zu essen vertragen, ne? Dann ist mal was.
Nichts. Aber nur weil es sagt, sonst würdest du es nicht machen, ne? Eben. Weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts. Hä? Ja, so geht's. Auch? Ja, ich hab's schon wieder. Ah, wieso fliegt jedes Mal weg, wenn ich es hier. Ja. Weiß nicht, vielleicht weil sie Angst vor dir hat. Ist nur eine Vermutung. Nicht ziehen. Okay, mach wieder A. Ich hab 10 gefunden. Brauchen wir das eigentlich noch? Brauchen wir ja gar nicht mehr, oder? Wieso? Gar nicht. Naja, weil wenn wir Eisen finden, braucht man ja Zinn nicht. Ja, Zinn brauchst du ja nur für Bronze. Ja, eben. Echt? Brauchst du sonst Zinn gar nicht mehr? Für gar nichts? Eben, nee, braucht man nicht mehr. Ah, okay. Schade. Ich finde Bronze eigentlich viel hübscher. Skelett. Ja. Ich sei denn, du willst die Base noch dekorieren mit irgendwelchen Sachen. Oh, okay, können wir ja machen. Je nachdem, was du für Möbel baust. Jetzt habe ich keinen Platz mehr, sag einmal. Okay, Kohle weg. Obwohl, das meiste ist nachher alles nur noch Eisen. Also lass den Scheiß liegen. Ja, braucht man Feuerstein? Eigentlich brauchst du das nur für Pfeile oder sowas. Also ja. Oh, ja. Hoffentlich kommen wir da durch. Wo bist denn du? Wo bist denn? Ja, oh, ein Dings, Oger. Ah, Oger? Scheiße, ich hab fast keine Pfeile mehr. Ja, deswegen weichen wir einfach Richtung Norden aus. Ich hätte mir nämlich keine Pfeile machen können. Ah, Gott, wo schießt denn du? Ja, komm da einfach Richtung Norden, lass doch den Oger sein. Ja, ich schieße nicht auf ihm, aber der hat einfach. Oh, Kupfer, schau, Kupfer. Kupfer? Ja, da, ich stehe auf Kupfer. Pass auf, ich tue es kennzeichnen. Ja, ich kennzeichne es mal, genau. Kupfer. Okay, passt. Gut. Ah, was ein Glück. Aber auch nur haarscharf. Ist egal, wir sind durch. Wie das cool ist, die Bäume hier so schräg auch wachsen, ne? Ja, ja. Ah, ist das da unten ein Dungeon? Markieren? Das ist oder was ist das? Nee, das ist ein Ogre, oder? Nee, hier rechts das Gebäude, das daneben steht. Dann wird es ein Dungeon sein. Brauchen wir noch Karottensamen? Nee, aber wir haben mehr als genug Karotten. Vergiss es. Nee, okay. Dann lass es liegen. Wenn wir alles so viel hätten wie Karotten, dann wäre es okay. Das ist aber wieder relala. Ich stapfe eigentlich ganz gerne hier so durch den Wald. Ja, das soll mir noch werden. Ja, das muss nicht. Fürcht mich. Ja, das muss einfach nicht. Da geht ja auch ein bisschen was von dem Flair verloren. Aber ist ja schon schön, hier einfach durchzulaufen. Ja, absolut. Ja, ja. Also mit den Licht und Schatten ist es schön. Ist schon schön. Die farbliche Abstimmung, ich sag's nochmal, die ist schon richtig schön gewählt. Also es ist, auch wenn die Grafik vielleicht nicht schön, also zu den schönsten gehört, aber diese farbliche Abstimmung dazu, die hat schon was. Meiner Meinung nach ist die auch nicht ganz zufällig gewählt. Bleibe ich dabei. Nee, da bin ich schon. Schlecht ist das Spiel nicht, es ist ja immer noch weiter in Entwicklung, ne? Meine, die... Der nördlichste hast du den Dungeon gekennzeichnet? Teil der Karte. Nee, ich weiß ja nicht, ob es ein Dungeon war. Ja, deswegen... wir stehen da direkt davor. Achso, da ganz hinten. Ja, dann markier du ihn doch. Da, wo ich stehe, ja. Ein Dungeon. Ein Dungeon. Ein Dungeon. Ein Dungeon. Ein Dungeon, der macht mich ganz schön blöde an. Blödion.
Ich habe nochmal Kupfer gefunden. Markieren. Ich finde lauter Beeren, das ist gut, weil diese Blaubeeren, die braucht man sowieso für diese ganzen Sachen, die man dann herstellen kann, gell? Mann, wie kriege ich denn den dazu, dass er markiert? Ah, jetzt. Doppelklick. Kupfer habe ich. Ich hab jetzt Kupfer geschrieben. Scheiße, da ist ein Ding. Da ist ein Ding? Ja, so ein rotes ein Spawnpunkt von den Monster. Mach kaputt. Ah, ja, ich sehe ihn. Sehen wir das? Laufen, kaputt machen und Zombies töten. Oder Monster. Was für Zombies? Ja, Monster dann eben. Hier gibt's keine Zombies. Haha! Was gemeint, die wärme nicht, gell? Denk an deine Lebensenergie, Ronny. Ja. Naja. Wir sind bald bei euch. Ich sag's ja nur. Sind wir denn jetzt kaputt machen, Ronny, oder nicht? Na komm her. Ich hab mich gerade irgendwo festgepackt. Fuck. Ja, dann komm raus. Ich bin ja da. Ich meine, ich kämpfe ja gerade. Wo? Ah, okay. Genau nördlich von dir. Ist einmal was, du schaust ziemlich kaputt aus. Ist ja kein Wunder, ich kämpfe gerade gegen zweistufigen, zwei Sterne Schamanen. Ja. Jetzt ist nicht, das hast du nicht festgepackt, sondern. Alter! Ja, an diesen scheiß, wie sagt man, Holzdingern. Ja, mach mal kaputt. Da ist noch ein Gegner hinter dir. Ich glaube, ich werde das Boot irgendwo in der Nähe der Minibase parken. Nicht so weit in den Sumpf damit. Ha. Ich habe das richtige Timing noch nicht raus mit dem Blocken. Wenn du siehst, dass er zuhaut, dann musst du rechts drücken. Ja, genau. Ja. Ich spam das immer. Das Blöde ist halt, man verliert Stamina dabei. Da wächst nichts mehr, das sag ich da. Dachte ich. Diese Helferin hat gesagt, dass sie aus der Pflegevater gesagt hätte, dass sie ihn rausgeschmissen hat. Wo war gar kein Reden, dass ich ihr gesagt hätte, dass sie schon mal ihre Sachen haben. Nee, das ist. Ich sag ja, das ist. Ist halt nicht ganz ehrlich. Ja. Oh. Ja, ich bin gerade hier in so ein größeres Lager reingeraten. Oh. Größeres Lager klingt nie gut. Nee, ist auch nicht gut. Ich flüchte mal kurzerhand. Also bei dem Steinhaus da? Ja, genau. Achso. Aber, da waren gleich fünf Stück. Aber. Ja. Aua! Man muss. Ah! Es sind noch welche hinter mir. So, drei habe ich gerade in einen Streich gekillt. Ihr braucht kein Gut, ihr habt jetzt mitkommen. Harr. Ja, die Macht des Alkyrs, den merkt man doch ein bisschen. Ja. So, und normalerweise, wenn man da reingeht. Da gibt's eine Kiste. Haha, zeigst du, was die Kiste hast du gerade aufgemacht. Gold, ich hab Gold gefunden. Ah, cool. Ah, hat sich der Weg hierhin schon gelohnt. 17 Gold und Federn, endlich. Ich guck mal auf die Karte, wo die Mädels sind. Der Junge und der Mädel. Der Mädel. Die Bootsfahrer. So, jetzt habe ich das richtige Wort. Ich glaube, ich fahre woanders hin mit dem Boot. Ja. Ihr seid auf der falschen Seite. Ja, wir fahren halb langsam. Wir laufen halb langsam hier die Karte auf, ne? Aber wir sind bald bei euch. Lauft in die andere Richtung. Ja, machen wir jetzt. So. Die von hinten machen nur krasse Tundesteuer. So, da. Also ein Tag segeln, um erstmal ins Ziel zu kommen, läuft. Das ist schon was, ne?
Wir hatten ja noch Glück mit dem Wind. Ja, und wir haben gerade nicht hier schon ein Lager zerstört in der Zeit und eine Truhe gefarbt, gefunden mit Gold. Voll. Oh, und hier ist Schnee. Da sollten wir nicht rein. Vielleicht nicht hin. Nee, ich habe da schon Bekanntschaft mit so einem Wolf, Wolf gemacht. Das sollte man fern von bleiben. Ist das so stark? Außerdem ja, der ist wirklich stark. Ich komme zu dir. Ja. Und wirklich auch nicht, auch nur ein Hauch da rein, weil die kommen auch, die laufen dann auch in den Wald hinterher. Also die wirst du auch nicht los, wenn du einmal einen an dem Arsch hast. Du kannst sie aber auch zähmen, ne? Echt? Ja, 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 ja. Cool. Da kannst du sogar breeden, also dass das Junge kriegen und so. Echt? Ja, ja. Ui. Das ist das gleiche wie mit den Schweinen. Ja, allerdings ist das damit etwas schwieriger ist. Ja, da brauchst du halt vernünftige Zäune. Na, da brauchst du halt viele Kekse, die du da eben habt, dann zum Füttern gibt's wahrscheinlich. Ja, ich meine, einen Keks hätten wir eh. Haben wir einen Keks dabei? Ja, ich bin mal gespannt, ob Keks jetzt nächste Woche dann wieder bei Night of the Dead dabei ist oder nicht. Er hat doch gesagt nein. Ja, ja, nach der Aufnahme war er sich da wieder nicht so sicher. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ich kennzeichne wieder Kupfer. Ich fange an zu frieren. Jetzt wird es wieder kalt, gell? Ja, ich guck nochmal auf die Karte. Wo sind die? Papa, hier laufen wir aber, uns weg. Wir sind aber relativ gleich auf. Also, Wieso weg? Ich lauf dein Papa hinterher. Genau. Okay, ihr lauft vor uns weg. Ja, das ja, das stimmt ja auch. Warum tun wir das? Wir haben auch ein bisschen Angst vor euch. Nee, gar nicht. Jetzt müssen wir links rüber und dann fertig. Wir sind näher an der Küste. Komm. Nee, wir brauchen ja nicht näher an der Küste. Sicher, weil da ist dann steigen wir ein. Wieso? Dann steigen wir doch ins Boot ja, ein. Dann sehen wir aber nichts Neues von der Karte. Ja, wenn du das machen möchtest, kannst du das gerne machen. Es bringt doch eh nichts ins Boot einzusteigen, weil ich da vorne gleich eh landen werde. Wo ist vorne? Weil ich werde nicht weiterfahren, bis maximal da vor die Base irgendwo noch. Weil ich werde nicht in den Sumpf fahren mit dem Boot. Ja. Ah, das heißt, wir treffen uns an der Minibase. Ja. Ah, okay. Gut. Das heißt, dann wähle ich den Weg auch entsprechend. Was ist das da? Ist das da Dungeon? Nee, das weiß ich nicht. Na, schaut aus wie eine Sprungschanze, ja? Wie im Winter. Ja, ja, das ist, glaube ich, einfach nur ein zerfallenes Dach oder sowas soll es darstellen. Ja. Oh, das ist wirklich eine Sprungschanze. Man kann hier noch Autos finden. Nein. Papa, du bist doof. Das hast du jetzt gesagt und nicht ich. Nee, aber du hast nicht gedacht. Wow. Ja, hinter dir. Bist du? Nein, habe ich nicht gedacht. Willst du hier schon landen? Ja. Wo soll ich sonst landen? Hier liegt noch jede Menge Fleisch. Hast du noch Platz? Obwohl. Nee. Na gut, dann schmeiß ich was weg. Auf der anderen Seite. Ja, warte bitte. Wasser stimmt, ja, hier ist gut. Irgendwas kann wegschmeißen. Tannenzapfen schmeiße weg und Holz schmeiße weg. Ah, töte mal den Berserker. Das Hirschfell kann ich ja nehmen. Ja, bitte, jetzt. Stopp sie. Hier Trophäe brauchen wir nicht. Also, ihr habt jetzt keinen Platz mehr, gell? Also, hier liegt noch ein Hirschfell? Ich hab keinen Platz mehr. Ja, das hier schmeckt keinen Aufnehmer. Ja, deswegen, habe ich dich ja gefragt, was du hast, weil dann können wir ja stacken. Ach so, ja, hier, pass auf, ich habe Blaubeeren zum Beispiel, Federn habe ich da, hier ist Fleisch, Knochen. Ja, das hier, Fleisch kannst du mir geben. Okay, ich lasse jetzt, pass auf, wo sind wir denn? Hier ist Fleisch, bitteschön. So, genau. Hast du Nixenschwänze? Ja, frei. Wieso, dann kriegst du meine warum schmeißt du den da hin? Da liegt ein Nixenschwanz hier. Er schmeißt hin in die Richtung, wo du hinschaust. Da. Ja. So, wisst ihr, dann habe ich noch einen Platz frei und du wahrscheinlich jetzt auch. Und wir haben einen Platz frei, ja. Ja, die Welt ist wieder schön. Ist hier irgendwo in so ein Spawnpunkt oder warum sind da Tiere so viele? Es ist Nacht. Es in der Nacht sind alle Tiere grau. Ah ja, stimmt. Alle Katzen grau. Huch, da geht's runter. Mhm. Ich glaube schon mal. Aber die Lichteffekte vom Wasser in der Nacht sind ja schon super, wenn der Vollmond ist. Ja, das finde ich auch. Hey. Da hier sind wieder ein paar Schwänze.
Und man soll bei dir nicht falsch denken. Entschuldigung, habe ich doch gar nicht gesagt. Ich sag nur, ich versuche nichts dazu zu sagen. Wenn du die ganze Zeit von Schwänzen redest. So, ich habe jetzt 5. Schwänze, also 6. Ja, warte, so, komm her, ich habe noch einen Schwanz für dich. Und dann, Ja, gehen wir zum Minibus. Komm, lauf du vor. Könnten wir noch zurückteleportieren, schlafen und dann los. Okay, hab ich. Die Herren schon. Und er schießt mit Steinen. Aber wir sind auch fast da. Ja, hier ist so ein halbes Haus. Gucken, vielleicht ist eine Truhe drin. Oder eine Biene. Ah ja, das ist eine Truhe. Also. Na, Biene, ich hab's gefunden. Ja, ich habe einen Bernstein und Federn habe ich gefunden. Sehr gut. Achso, ich werde von den Bienen vergiftet, merke ich gerade. Ja, den musst du jetzt erst abschießen. Wo ist denn das jetzt wieder? Ja, ich sehe nicht. Ach, da oben ist er. Jetzt sehe ich ihn. Ja, warte, du schießt schon. Willst du, soll ich? Wissen nicht. Jetzt aber. Na, wo bleibt's denn hier? Ja, wir sind gerade noch eine Biene einsammeln. Jetzt hab mir gerade irgendwas gestochen. Ja, das könnte eine Biene sein. Pass auf, warte ein bisschen. Hast du die Biene? Weil ich hab's nicht. Nee, ich hab die Biene nicht. Ja, lebst du an. Hab ich sie aus Versehen eingesammelt. Nö. Damit. Ja, dann musst du das Ding irgendwo. Kiste leer? Nö, dann ist keine Biene rausgekommen. Schau, schau, da kommt immer eine raus. Nö, hier ist aber keiner. Ja, aber da ist irgendwas, was da so leuchtet. Eine Kiste. Dings. Knochen, dass die ich weggeschmissen hab. Ich weiß nicht, dass du keine Biene drin war. Nö, hier ist keine. Außen auch nicht? Nö, auch nicht. Knochen, jetzt hab ich sie aufgesammelt, die Knochen. Was liegt da draußen? Achso, das ist von dem Bösen. Da ist noch einer. Komm. Mit vereinten Kräften, Schulter an Schulter. Genau. Holz, und was ist das? Brechbeeren braucht man nicht. Bis da? Irgendwo muss ja die blöde Biene sein. Du musst genug brechen, ne? Von den ganzen Beeren. Und mit diesen heiligen Worten enden wir hier nochmal eine Folge. Bis dann, tschüss! Und ich sehe, dass